Warum denken Sie, dass die Flüchtlinge hier in Waren willkommen sind? Ich denke, das beste Zeichen ist, dass heute so viele Menschen hier sind. Waren ist bunt, Waren ist weltoffen, das zeigen wir heute. Und ich denke, jeder sollte mal bei sich suchen und da findet jeder ein bisschen Barmherzigkeit. Das aber die vom Rhein, weil das gut ist, weil Deutschland ist ein Einwanderungsland, nichts weiter. Integration ist wichtig und die kommen, wenn, also die aus Kriegsgebieten kommen. Wenn wir in der Lage wären, wären wir auch froh, wenn wir diese Chance und Möglichkeit hätten und aufgenommen werden. Und ja, es kann nur gut fürs Land sein. Ja, natürlich. Westdeutschland ist so groß geworden. Wir sind übrigens Ossis. Und Ossis sind auch abgehauen. Also aus anderen Gründen sicherlich, aber. Na, ich denke, wir leben alle auf dieser Erde und ich habe einen Mann, der mal Flüchtling war und der hat sich hier gut integriert und insofern denke ich, dass sich das auch mit den neuen Flüchtlingen hier jetzt so hoffentlich entwickeln wird. Nun, weil sich tatsächlich 200 Personen für die Hilfe gemeldet haben und gerade mal 40 Flüchtlinge herkommen. Das ist ja eine ziemlich, im Verhältnis zu den ankommenden Flüchtlingen, ziemlich große Resonanz. Und vor allem auch eine sehr positive Resonanz. Und daher denke ich, dass bei den Waren die Flüchtlinge doch schon willkommen sind. Ja, ich denke, die sind hier sehr willkommen, weil es gibt viele Bürger, die hier in Waren sich freuen, dass wir ganz viele Kulturen bei uns in der Stadt haben, dass neue Menschen hier zu uns nach Waren kommen und dass auch viele junge Leute hier nach Waren kommen. Und deshalb glaube ich, dass wir in Waren die Flüchtlinge auch willkommen heißen. Where are you from? We are from Syria. And he's also from Syria. Yeah. And how was your arrival to Germany? Actually, I came from 1 year ago, 1 year and 3 months, and they came through Turkey, Italy, Austria, and then to Deutschland. I am from Albania. And how was your arrival here? It's very good. I have very good. I have seen very good places. Good. Do you like it? Yes, I like it very much. And how do you like it here? For sure, yes. If we don't like it, why we should come here? It's a good place to live. It's a safe place, away from the problem in Syria. It's good people, good to live in Deutschland. Good, I buy good chance to find job here in general, and in Deutschland. And it's our chance to prove ourselves that we're good people, and we deserve to stay here and to join this country and to build it up and to put our hand each other to work and to reach our potential here. Und was würden Sie den Flüchtlingen noch mit auf den Weg geben? Sich natürlich alles Gute, dass die Integration, dass das hier klappt, dass sie die Sprache gut erlernen können und die Möglichkeiten hierfür auch bekommen und das natürlich auch annehmen und umsetzen. Genau. Das ist ja das Wichtigste, der erste Schritt, dass das auch funktioniert. Und Sprache lernen, integrieren, alles gut. No? So schnell wie möglich Deutsch lernen und so schnell wie möglich lernen, mit der deutschen Bürokratie umzugehen, damit das nicht alles in die Hose geht. Ja. Na, mit den Flüchtlingen, das weiß ich nicht so. Den Flüchtlingen, da hoffe ich einfach, dass sie gut willkommen geheißen werden von allen Menschen, die hier leben. Die Flüchtlinge, die sind, glaube ich, mit ganz viel Hoffnung hier und haben bestimmte Erwartungen, endlich irgendwo anzukommen. Ich glaube, die Leute, die hier sind, die müssen sagen, wir heißen alle herzlich willkommen. Nun, ich wünsche den Flüchtlingen vor allem, dass die Menschen, die in Deutschland leben und die immer noch sehr skeptisch den ganzen überstehen, den Wert der Flüchtlinge und den Nutzen, den sie für unsere Gesellschaft bringen, irgendwann doch noch erkennen werden. Weil wir brauchen diese Menschen, ohne geht es nicht. Wir haben immer weiter zurückgehende Geburtenzahlen und wir müssen das irgendwie kompensieren. Es geht uns nicht mehr. Dass ja. Die sich nicht unterkriegen lassen sollen und einfach weiterkämpfen und versuchen, das Beste draus zu machen. Dass hier viele Leute sind, die helfen wollen und ja, einfach nicht auf die schlechten Sachen gucken, sondern wirklich wissen, dass es hier Hilfe gibt und dass sie hier willkommen sind. Auf jeden Fall, dass sie den Kontakt suchen sollten untereinander und dass sie auch mit den Waren dann viel in Kontakt kommen. Einfach rauszukommen, Sprache lernen, Kultur kennenlernen hier. Also sie sind auf jeden Fall willkommen.
we are happy to be with you here and to join you and to be a part from Deutschland.